Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft und wir spielen hier gemeinsam schöne Spiele. Im Moment spielen wir Fallout 3, unseren Klassiker von 2008. Befinden uns gerade bei einer Metrostation auf der Suche nach der Familie. Wir sind schwer verletzt. Mal gucken, ob wir die Familie finden, ob sie uns gleich umbringen oder ob uns eine Red Kakerlake killt, weil viel ist gerade, glaube ich, nicht mehr von uns über. Naja, wir lassen uns mal überraschen. Ich würde sagen, viel Spaß beim Video und auf ins Abenteuer. Was ist das? Ach, mein Schädel ist verkrüppelt, deswegen. Na klar, logisch. Könnte ich hier nicht irgendwo so eine. Da, Triage. I cannot heal my body pack parts without stim packs. Okay. Ach du Hilfe. Na gut. Gut, den haben wir jetzt durchsucht, da den Laden. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Hamiltons Schlupfwinkel. Gucken, ob wir da was finden. Ja, mein Kopf ist kaputt, ich weiß. Da oben war. Ich weiß, ich bin crippled. Huch. Ja. Oh. Ein Dem kann ich Mist verkaufen. Pack of Cigarettes, alle. Aber noch schön ist die Power Fist. Halte ich die Power Fist jetzt? Nein, ich brauche die nicht, ne? Eiffel Mac, weg damit. Da ist nichts mehr drin. Gut. Munition.
Fünf Missiles können weg. Boah. Ein weiterer zu. Ja, tschüss. Ja, tschüss. So. Das haben wir. So. Da ist ja gerade was explodiert, oder? Ja, ich hab's begriffen, mein Kopf ist kaputt. Was ist der Witwenmacher? Eine lange Shotgun. Hatte ich auf Automatik stehen? Ja, hatte ich. Pugilism Illustrated ist doch ein. Genau. Hier unten soll noch irgendwo ein Hideout sein, aber wo? Der olle Dampfer da? Ein Supermutant, na super. Handgranate. Noch eine Handgranate. Noch eine Handgranate.
So. Zack. Chinese Assault Rifle. Ja, das muss echt das Boot da vorne sein, der Schlupfwinkel. Von mich aus. Wir gucken mal. Ah, ein Meier lag. Ich hab gerade ernsthaft Cup geklaut. Oder eingesackt. Braucht doch kein Schwein. Naja. You are crippled, ich weiß. Zum Henkel ist dieser verdammte Schlupfwinkel hier unten. Da, hier geht ein Weg hoch. Wusste ich doch. Nix wie rein da. Was zum Teufel ist das hier? Was soll das darstellen? Combat Knife, Lunchbox. Lunchbox habe ich doch gerade gekriegt, oder nicht? Ach ne, das war eine Bottle Cap, mein. Ja, okay. Schmeißen wir wieder weg. Irgendwer hat hier Durchgänge, unsinnige Wastelander. Radex ist nie verkehrt. Da liegt der nächste. So. Ithaca Pump Action. Cool. Aber 119 Schaden für die und die Combat Shotgun 113, ja. Die behalte ich aber nicht.
Widowmaker ist. Ja, okay. Es wäre noch eine andere, die Itakas dabei haben, definitiv. Für Schüsse. Zeit zum Töten. Ja, nimm sie auseinander. Und eine Laserkanone. Und ein Raider. Okay, da müssen wir jetzt irgendwas. Mein Moin, ne? So. Hast du in Stücke gerissen? Jetzt geht. Schicker Bart. Ja, genau, jetzt geht's los. Du hast in Stücke geschnitten. Ich habe schon wieder was aufgenommen, was ich nicht genau. Sniper Rifle ist cool, aber pff, ist einfach zu schwer, es bringt einfach nicht. Kampfrüstung schmeißen wir auch weg, so. Ich bin gerade etwas verwirrt, was ich hier mache. Irgendwie. Ich irre hier durch irgendwelche Tunnel. Hier liegt schon wieder ein Ödländer. Da bin ich vorhin reingegangen. Müssen wir hier rechts nochmal erkunden. Das war der Ratskorpion. Ah, ich glaube, wir nähern uns der Sache. I'm crippled, I know, but here is no doctor in here, my friend. So, nu?
Locate the family. Ja, hier waren sie wohl nicht, ne? Tja. Tja, die sind wohl besser versteckt, als ich gedacht habe. Naja. Mal gucken, ob wir sie im nächsten Video erwischen. Dann können sie ja eigentlich nur noch in der Metrostation sein. Lassen wir uns überraschen, ob wir sie finden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe jetzt ein neues Headset, also der Ton in den Spielaufnahmen wird noch so bis über Fallout bis Folge 40 noch so meine Stimme noch ein bisschen hakelig sein. Hier in den Intro und Outro habe ich schon das neue Headset. Ich finde, das klingt wesentlich besser. Könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet. Vom Vergleich, wie gesagt, bis da Spielaufnahmen mit dem neuen Headset kommen, das dauert noch ein bisschen. Auf Twitch nutze ich es schon, folgt mir auch gerne auf Twitch, wenn ihr da Lust zu habt. Ich streame ja auch andere Dinge. Ist unten verlinkt. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne einen Daumen da. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.